Moin Moin, sagt Elmon zu Let's Go Evoli und Moin Moin sage ich auch zu Louis, warum er meinen Namen nicht sagt, ich weiß es nicht. Vielleicht kann er ihn nicht mal. Nein, also ich habe da manchmal meine Problemchen. So, wir sind hier auf der MSN und wir haben als letztes über Kreuzfahrten gesprochen. Erstmal wahrscheinlich möchte ich jetzt gegen dich kämpfen. Stuart, ich hätte gerne etwas Süßes. Bringen Sie mir doch bitte eine Vanilleschnitte. Die steht schon vor dir. Nein. Nicht wirklich. Gut, die will nicht kämpfen. Gut, dann gehen wir dahin. Willst du kämpfen? Oh Gott, Knuddel. Guten Tag. Ach, so eine Kreuzfahrt ist einfach wundervoll. Nee, du willst auch nicht kämpfen. Mein Knuddeluff und ich gehen immer zusammen auf Reisen. Das heißt, das Knuddeluff hat ganz schön viele Orte schon gesehen. Carpador noch nicht, ne? Nee. Aber weißt du, wenn das du so... Das sieht bestimmt... Ja? Sieht übelst fett aus, finde ich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn die da so viel rumgeturrt ist, hat er bestimmt auch schon ganz schön viele Sachen gegessen. Meine Pokémon stammen aus aller Welt. Du musst sie sehen. Will ich gar nicht. Will ich gar nicht. Ich will sie nicht sehen. So, wir hatten als letztes einen Cliffhanger. Kreuzfahrten hatten wir das Thema. Und ehrlich gesagt, ich bin auch noch auf keiner Kreuzfahrt gewesen. Ich war schon manchmal bei Fährenfahrten. Das heißt also, wenn du beispielsweise vom Festland zum Festland gefahren bist. Insbesondere, ich war schon diverse Male Richtung Fehmarn unterwegs. Also, wenn man der Schleswig-Holstein die Karte sich da anguckt, da ist das so, dass man eigentlich oben an der Ecke mit einer Fähre fahren kann, Richtung kleine Inseln, beziehungsweise Richtung Dänemark, auch so eine kleine Insel in der Art. War nett, aber war halt so wie eine Busfahrt, bloß auf dem Wasser. Mit hin und her schaukeln und alles drum und dran, wir machen hier Metronom. Ruheort ist absolut die beste Idee, die du machen kannst. Allererster Tag Ruheort. Oh Gott! Aber irgendwie jemals, sehr schön. Haben wir es auch mal gesehen. Ich glaube, Schnapper werden wir, glaube ich, nie in diesem Let's Play noch sehen. Aber grundsätzlich eine Fahrt zu machen irgendwo hin, ich weiß nicht. Gibt ja auch heutzutage diese Zugfahrten, dass du beispielsweise mit einem bestimmten Zug fährst, und dann von bis und dann wieder irgendwie zurückgefahren wirst mit der Fähre oder sowas in der Art. Das ist total alles sehr merkwürdig. Also für mich ist das nichts. Das auch so, das ist nicht so interessant. Nö. Genau, auch mit der Begründung so von wegen ein Tag da sein, unter Zeitdruck. Doof. Man hat halt einfach nicht die Zeit, sich irgendwie was Großartiges anzugucken, sondern bist im Grunde genommen nur gehetzt und du verpasst halt im Grunde schöne Ecken der jeweiligen Stadt. Du kannst ja Venedig ziemlich oft anfahren. Du siehst dann zwar die großen Hauptdinger von Venedig, aber du siehst jetzt halt nicht Venedig, so diese kleinen Ecken. Man sagt ja immer, es gibt in jeder Stadt so seine besonderen kleinen Ecken, die nicht jeder Tourist sieht. Und die verpasst du halt im Grunde genommen. Ja. Hat uns leider paralysiert mit Donnerwelle. Das ist natürlich ein bisschen doof mit Schaufler. Ja, genau deswegen. Das ist doof. Genau so doof. Aber die Paralyse ist überwunden worden. Die Paralyse ist überwunden. Ich habe gerade zu schnell vorgedrückt. Die Paralyse ist überwunden worden. Warum auch immer. Stand ein Herzchen über ihm. Vielleicht weil das Pipi uns zu sehr mag oder sowas. Ja. Das ist halt dieses Ding, dass man halt seine Pokémon sehr lieben kann in dem Spiel und das macht das Spiel total einfach. Also das heißt, wir können jetzt angreifen, ohne eine Paralyse zu haben. Ja, das ist doch super. Das ist natürlich super, so fürs normale Game, aber es macht das Spiel natürlich... aber es ist nicht sehr effektiv. Nein! Es ging daneben! Ach so! Dieses doofe Pikachu ist zu schnell! Ach schon, du meinst jetzt den Doppelkick. Ja, der Doppelkick, wenn wir in der fünften Kopfnuss. Generation gewesen wären, habe ich jetzt vor. Wenn wir in der fünften Generation gewesen wären, wäre das sehr effektiv, der Doppelkick. Aber jetzt ist es Wurst.
Es ist noch Wurst, ja. Ja, es ist Wurst. Wurst. Ich habe jetzt schon so viele Themen angeschlagen. Erstmal sagt sie, oh nein, dabei sind es doch Pokémon von Welt. Natürlich sind es Pokémon von Welt. Klar, sie ist ja auch eine Dame von Welt. Und du, was hast du zu erzählen? Bin total in Pokémon vernarrt. Du auch? Na, ich spiele das, ne? Nee, ich finde Pokémon doof. wir spielen das einfach nur wegen Fame, weißt du? Irgendwie Fame haben wollen, weil dieses Spiel aktuell jeder spielt. Ja, das spielt jeder, das ist genauso wie Fortnite, wir müssen das alle spielen. Und dann kriegen wir hier viel mehr Abonnenten. Wir sind natürlich. Oh, geil. Ja, aber sowas von. Deswegen, wir würden auch 24-Stunden-Streams machen mit Pokémon. Natürlich. Klar, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, Mensch, das macht die Sache viel interessanter, wenn wir dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Pokémon schaut und jeden Tag drauf warten müsst, dass es eine neue Folge rauskommt. Ah, da ist dann auch so mehr der Hals, weißt du? Wir machen immer solche übelst mega epischen Cliffhanger, dass die Leute denken, boah, ey, wie geht's jetzt weiter? Da muss ich jetzt unbedingt weiter gucken. Das darf ich nicht verpassen. Da mache ich gleich mal eine Erinnerung rein. Da aktiviere ich gleich mal die Glocke, weil das so geil ist. Ja, natürlich, absolut. Aber naja, wir wollen ja nicht angeben oder so, ne? Das liegt uns ganz fern. So, der Gentleman hat bestimmt auch wieder was zu meckern. Psst. Der nationalen Polizei. Rocket dicht auf den Alles klar. Alles klar. Wollen wir die Treppen hochgehen? Wir wollen die Treppen hochgehen. Oder wollen wir die Treppen hochgehen? Wir wollen die Treppen hochgehen. Wir gehen die Treppen hoch. Ja, doch. Ja. So, was hast du zu erzählen? An Bord dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffes befinden sich Trainer aus aller Welt. Einfach jeder will bei uns mitreisen. Jedes Mal, wenn wir in einem Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Trainer ein, die mit uns feiern dürfen. Dann bleibe ich ein bisschen hier, ne? Das ist schöne Bilder, aber wir können uns die auch eigentlich nicht vom Nahen so angucken, ne? Wir können die nicht irgendwie panoramatechnisch hier uns angucken. Aber ich glaube, wir wären, glaube ich, die Treppen noch nicht hochgegangen. Ich merke gerade, es geht hier schon weiter. Wir müssen hier lang weiter. Ach, der will auch nicht haben? Okay. Nö. Ah, da. Weil hier ist die Küche. Hier ist die Küche. Ach, die Küche. Ja. Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Also störe mich bitte nicht. Okay, dann nicht. Hier kleiner Tipp, wenn ihr bei dieser Küche seid, guckt unbedingt in den Müll. Ja, ich bin jetzt gerade hier am überlegen, ob der wirklich nur am Müll ist. Schnipp, schnipp. Ich schäle hier Tag ein, Tag aus Kartoffeln. Schnipp, schnipp. Ja, aber irgendwie hier, also hier soll ja irgendwas sein, aber ich. Weil es war eigentlich in den Mülleimern, ne? Ja. Ja, schnief, schnief. Ich schäle hier Tag ein, Tag aus Zwiebeln. Schnief, schnief. Ja, ich will in diesen Mülleimer gucken. Ich will in diesen Mülleimer gucken! Stell dich doch über den Mülleimer. Ich hab mich neben den Mülleimer gestellt. Findest einen Mini-Pilz. 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 Ja. Ich bin hier der Chef der Cuisine. 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 Ich hab kein Französisch gehabt. Tut mir leid. Der heutige Hauptgang ist Whirlpool Sushi. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Ja, alles für die klar. Leute, die kein Französisch kennen, aber es sollte eigentlich klar sein, aber Cuisine heißt natürlich logischerweise Küche. So, ich habe eine Sprühdose Schutz gefunden. Carpador fragt sich gerade, oh, Mini-Pilz, dein Fund hat das Interesse von Carpador geweckt. Es will den Pilz fressen. Erst das Ticket, jetzt den Pilz. Es ist nicht zu fassen. Oder wollen wir noch mit den Schwein schnacken? Nee, ne? Ja, doch. Okay. Eine Glosche bewirkt, dass die angerichtete Mahlzeit länger warm bleibt. Gloschen, das sind diese silbernen Metallhauben, die man über Teller stülpt. Aber das wusstest du bereits schon. Ja. Hey, aus dem Weg, du Leichtmatrose!
Der, wenn ich jetzt hier so ein Beat drunter machen könnte, also weil wir hier grundsätzlich ein Beat drunter machen würden, die machen hier Dancing. They could be dancing! Yeah! Come on, dance with somebody! Dance! Genau. Dance! Carpador macht mit, also die Groove. Die machen hier die Dance-Choreografie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich gehe mal lieber, bevor wir hier alle irgendwie völlig wahnsinnig werden. Die wollen demnächst bei Just Dance mitmachen, weißt du? Wird es hier kein Let's Play geben, keine Sorge. Es wird kein Let's Play zum Just Dance kommen. Ich hatte mal ein Let's Demo vor zu Just Dance und ich dachte, blamabelhaft. Okay, danke. Hast du echt das gemacht? Nein, ich wollte es machen, aber ich dachte mir, nee, das wäre zu peinlich und deswegen habe ich es gelassen. Okay, der Captain hier, der Captain ist ein Meister der des Schwertkampfes. Vielversprechende Talente zeigt er sogar, wie man die geheime Technik Spaltschnitt meistert. So, die Bilder sind auch irgendwie immer wieder die gleichen, ne? Das Bild haben wir auch schon gesehen. Ja, es ist halt einfacher, anständig die PNG zu nehmen und da reinzukloppen. So, das wird jetzt wahrscheinlich die Szene sein, die der Flui vorhin erzählt hatte, oder besser gesagt im letzten Teil erzählt hat. Flui ist ganz aufgeregt. Du bist aufgeregt? Nee? Da stand er eben, du bist aufgeregt! Flui will sich offenbar weiter nach vorne auf dem Schiff umsehen. Ja, das will ich auch immer. Willst du? Okay, gehen wir mal hin. Aber er hat was dagegen. Er will nicht. Ahoi, hast du an Bord etwas Seekrank? Aber ihr habt ja am Anfang des Teils erzählt von den Fährenfahrten, ne? Es gibt einige wirklich, die noch nie wirklich irgendwie mit der Fähre oder mit dem Boot oder sonst was gefahren sind. Okay. Und die sagen am Anfang so von wegen, ah, das ist doch alles easy. Und dann später dann grün und blau sind. Okay. Mhm. Man darf es nie unterschätzen. Also wenn du seekrank bist, dann solltest du es sein lassen. Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich zum allerersten Mal geflogen bin mit dem Flugzeug. Dass mir dann auch schon so ein bisschen schwummrig wurde und so ein bisschen Druck drauf war. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich da mal zum allerersten Mal geflogen bin. Oder ob es tatsächlich war, also dass man so ein bisschen diese Sickness hatte von Flug. Mhm. Jo! So. Genau, wir haben Hydropumpe gehabt. Weißt du, wir haben immer die falschen Metronom-Attacken. Es ist so traurig, weißt du, fürs falsche Pokémon das falsche. Es ist nicht zu glauben. Vorhin bei Fleckmann erstmal Konfusion und jetzt hier erstmal Hydropumpe ist ja, klar. Ist, weißt du, das ist das gleiche wie wenn du. Ja, ich will weiter ein Metronom versuchen. Krabhammer, ja, klasse. Zugabe! Wieder ja, eine Wasser. Das ist wieder eine Wasserattacke! Gut, aber Kopfnuss! Das zieht genauso viel wie Hydropumpe. Oh Gott, ja. Also. Ich finde, es macht schon ein bisschen mehr. Es ist zwar jetzt noch ein Tool-KO, aber ey. Ja, was ich erzählen wollte. Schon gewusst, Conchita Wurst, die gibt's gar nicht mehr. Okay. Ja, der hat aufgehört, hat jetzt irgendwie ein anderes Aussehen, weiße Haare, Bart abgenommen und macht jetzt irgendwie so Elektromusik. Musst du dir mal antun. Das war die News des Tages. Ja, natürlich. Jetzt weißt du Bescheid, Conchita Wurst ist vorbei. Auf gleich die Karriere. Kommt bestimmt gleich morgen bei Herrn Newstime. Natürlich. Den gibt's auch noch, ne? Ohne Witz, den hab ich früher als Kiwi, als weiß ich nicht, so, wann war das? 17 oder so geschaut. So lange ist der schon auf YouTube. So lang? Ja, so lang schon. Abra kann doch keine Psychoattacke, ne? Nö. Nee. Das ist auf Level 20. Na, Evoli ist zu riskant. Wen hatten wir jetzt vorne? Also, wer kommt da jetzt? Marsholo kommt jetzt. Ach, hallo. Nee, nicht Kleinstein. Ich bin überlegen. Ja, also Pipi ist die falsche Entscheidung, definitiv. Neverbolt, der wird das schon richten. Ja.
Warum wäre jetzt Pipi die falsche Variante? Ist doch fehl. Kopfnuss und alles. Macholo ist ja auch jemand, der so welche körperlichen Attacken eigentlich gut wegstecken kann. Während Spezial eher nicht, deswegen. Deswegen versuchen wir es mit Säure. Guck mal an, hat direkt die Hälfte abgezogen. Ich dachte, ich wäre nicht der Experte, sondern du. Naja, ich denke mal nicht, dass er. Jetzt mit seinem Karateschlag jetzt unbedingt bei Pipi so extrem viel HP abgezogen hätte. Also bei Bolt ist ein Volltreffer und 9 KP. Kann man so oder so sehen. Jo. Das ist richtig. So, okay, es war sogar ein Crit, krass, okay. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Das war ein Crit, also ein Volltreffer. Aber man sagt halt öfters, dass es halt ein Crit war. Ja, ein bisschen Pokémon-Slang, you know. Ja. So Pokémon-Gangster-Style. Aber sowas von, weißt du? Demnächst haben wir noch so eine Cappy auf und eine Wimpe und bling, bling, weißt du? Genau. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja, da schrubbt man ein bisschen noch. Tag. Hey, du. Erst mit einem Kampf gegen einen Matrosen. Ich habe schon gegen ein paar Matrosen gekämpft hier. Auch in diesem Teil hier. Ja. Der Klaas. Schönen guten Tag, Klaas. Joko und Klaas. Ja. Joko ist ja eigentlich die Abkürzung für Joachim, ne? Keine Ahnung. Ich dachte, jetzt bin ich mal so schlau und sag mal. So, wollen wir Metronom wieder versuchen? Ich glaube, Metronom hat bislang überhaupt nie was gebracht, ne? Naja, es hat Hydro-Pokémon eingesetzt, es ging ein Wasser-Pokémon. Gut, wir versuchen es wieder. Metronom! Und Metronom ist dieses Mal Smog. Ja gut, aber hey, wir haben Quapsel vergiftet. Das ist doch schon mal toll. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, ja, wenn wir jetzt gleich hypnotisiert werden, dann wissen wir, es macht schon mal schönen konstanten Schaden. Genau, deswegen, wir schlafen jetzt. Wir haben Zeit. Solange er nicht Traumfresser kann, aber ich glaube, er kann nicht Traumfresser jetzt, ne? Nein! Ich glaube, Quapsel kann das grundsätzlich nicht. Oh, Pipi zwingt sich dazu aufzuwachen. Ja, wieder mit Herzchen drüber, ne? Ja. Ach ja, Vereinfachung. Ist eine Option, natürlich, klar. Wir werden bestimmt gleich wieder einschlafen. Und natürlich, wir werden gleich wieder einschlafen. Da stand übrigens, um niemanden zu. Pipi zwingt sich zum Aufstehen, um niemanden zur Last zu fallen. Bruder muss los. Jo, weißt du, er will bling bling haben und er macht es wieder. Pipi hat keine Lust zu schlafen. Scheiße, ich muss morgen zur Arbeit. Genau. Komm, wir machen jetzt einfach mal Schaufler. Einfach mal just for fun Schaufler. Erst recht am, weißt du, direkt unter den Holzbalken, ne? Ja, machst du Schaufler. Direkt besonders, unter das Wasser. Besonders weil da so solche empfindliche Sachen sind, so von dem Schiff und machst alles so kaputt und du haust dann am Ende ab. Und das Schiff fährt so los, düdüd und genau. Und wer hat den Schnöpsel gezogen? Wer hat das Schiff kaputt gemacht? Und du läufst weg. Ich war's nicht. Sperrstunde, die Party ist so gut wie vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Gut. Nee. Carpador und wir gucken uns das jetzt hier an. Ich dachte, wir quatschen erst mit dem Typen. Mit welchem? Mit dem? Welchen willst du jetzt noch quatschen? Ja, da steht noch. So. Flui und du blicken zusammen auf das endlose Meer hinaus. Aber so können wir das endlose Meer nicht sehen. Wir können die beiden. Also egal. Sieht sehr glücklich aus, das ist schön. Auf den Typen hier oben, meinst du? Richtig. Boah, mir ist total übel. Ich hätte gehofft, dass etwas frische Luft würde vielleicht gegen die Seekrankheit helfen. Hat's nicht. Aber ich sehe auch noch nicht hier irgendwelche
Magensäfte oder so hier an der Seite. Normalerweise ist interessanterweise habe ich das auch manchmal, wenn du durch die Stadt gehst, ne, irgendwie so, so kurz nach sechs oder so, die ganzen partywütigen Jugendlichen dann entgegenkommen und einige, die da direkt auf die Straße kotzen. Das ist in der Regel interessanterweise so ein leichter Braun-Orange-Ton, ne? Können wir bitte das Thema wechseln? Danke. Auf meinen Reisen ist mir ein riesengroßes, kugelrundes Pokémon begegnet. Ich bin zwar schon viel herumgekommen, aber ein Pokémon wie dieses, das den ganzen Tag schläft, ist mir neu. Das ist das Pokémon Relaxo. Ja. Gerade im Überlegen, ob wir jetzt hier noch die Etage weitermachen oder. Ja, komm, ne? Die Etage machen wir noch und dann. Nee. Mach noch den Raum und weil da vorne passiert ja dann noch was. Ja, ich weiß. Das hab ich bei der gelben Edition war das ja auch so. Da haben wir auch Dankempfänger gehabt. Ja. Ja. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Pokémon. Ja. Der Egon. Hat Carpador. Carpador! Es kann bestimmt die legendäre Katacke. Wir müssen drauf aufpassen. Ja, es ist Level 18. Da ist der Platscher besonders stark. Ja, deswegen. Er setzt aber Tag ein. Oh, er setzt Tag ein. Oh Gott sei Dank. Es ist ein aggressives Carpador. Wir versuchen Metronom. So, Metronom. Willst du das wirklich riskieren? Ja, Windstoß. Oh, die Hälfte ist weg. Dann versuchen wir es mit Kopfnuss. Komm. Er setzt wieder Tackle ein. Oh Gott. Gott sei Dank. Da haben wir nochmal Glück gehabt. So, ja. Oh, Carpador überlebt noch. Scheiße, was machen wir jetzt? Nein. Oh. Du bist doch ein... Kopfnuss? Hättest du mal zweimal Kopfnuss eingesetzt. Ja, aber er hat nochmal Tackle eingesetzt. Gut, wir sind... Gott sei Dank. Okay, boah, puh. Das wäre ganz knapp gewesen mit seinem Carpador-Platscher, ey. Ja. Den voll Götter zerstören kann, ne? Machst es immer so riskant. Hättest du zweimal Kopfnuss eingesetzt, hättest du es nur zweimal eingesetzt. Und so hat man noch eine Runde, wo man echt noch Angst haben muss. Da hast du vollkommen recht. Ah, Belieber! Hätten wir Pipi noch wieder neu beleben müssen, ne? Jo, das wäre nicht schlecht. Wir könnten auch zu unserem Häuslein gehen. Wollen wir? Ich dachte, wir gehen jetzt erstmal hier die ganzen Kabinen durch. Okay, ja, dann könnte man ja, während wir zwischen den Folgen sind, dann noch da hinlaufen und dann, also am Ende der Folge dann die Folge beenden und dann halt auf Cam zum Heim gehen. Na gut. Wer die geheime Technik Spaltschnitt meistert, der kann Sträucher klein hacken. Hä? Was sagst du dazu? Ich habe schon Leute gesehen, die auf Pokémon über das Wasser gereist sind. Ich auch. Das schöne man Wasser. Man nennt es Surfer. Ja. Und war man früher nennt mal es Lapras, Boote. Ne? War früher immer Lapras. Mittlerweile, ja gut. Oh, zwei Gentlemen. Guck mal, die sind bestimmt Zwillinge. Wo willst du das wissen? Dass die Zwillinge sind, guck dir doch mal an, die sehen genau gleich aus. Die haben genau die gleichen Koffer, die haben genau die gleichen Stab, die haben Gehstock, die haben genau die gleiche Frisur, die haben den genau gleichen Hut. Und der eine sagt, der Wettstreit mit der Jugend hält mich fit. Nee, guck dir doch mal die Typen genauer an. Das Rot von seinem Hut ist viel roter als das andere Rot. Und außerdem ist die Kleidung viel schwarzer als das andere Schwarz. Und auch seine Augenbrauen und seine Haare sind viel grauer als die von dem anderen. Ach so. Müssen wir gleich nochmal angucken. Oh Mann. So, machen wir mal Schaufler. Ich weiß ja, dass Bodenattacken gegen Feuer-Pokémon sehr effektiv sind. Oh Gott. Attacke ging jetzt nicht wirklich daneben, oder? Nein. Gelber Bereich nur. Sehr weiteren Rückzug gibt. Ponita ist, glaube ich, auch nur in der ersten Generation aufgetaucht, ne? Er taucht auch in anderen Generationen auf. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel in Diamond Pearl Platin, da hatte ich ein eigenes Ponita. Okay. Irgendwie habe ich das nur in der ersten und zweiten in Erinnerung. Das war ein guter Kampf. Da fühlt man sich gleich viel jünger. Besonders wenn man am Anfang nicht
Panferno, Panflam, genau, Panflam gewählt hat, hatte man echt das Problem in Diamond Platin an Feuer-Pokémon ranzukommen. Und da hatte man die Möglichkeit auf Ponita. Und weil ich damals ein großer Fan von Plinfer und Schlast war und Panflam Mondo fand, habe ich mir meistens immer halt eins von den beiden ausgewählt. Und dann hatte ich halt das Problem, dass ich kein Feuer-Pokémon hatte. Deswegen habe ich meistens immer Ponita mitgenommen. Starke oder seltene Pokémon, sehen wir doch mal, worauf du mehr Wert legst. Aber du hast recht, das eine Rot ist doch ein bisschen intensiver als das andere Rot. Ja, und guck dir mal seine Haare an. Das ist nicht grau-grau, das ist grau-schwarz. Ah, ja. So, Sandan ist natürlich die, ich weiß nicht, optimale Wahl. Ich bin mir nicht sicher. Kleinstein. Komm, wir machen Risiko. Ja gut, 1 KP, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, wir wechseln. Bitte. Ja, bevor das wieder so langatmig wird und die Leute dann schon abschalten und sich denken, so Gott, Dämon, der braucht wieder so lange um Kampf. Ja, Flui schläft schon, schläft schon ein, ist im Tiefschlaf. Die anderen sind auch schon eingeschlafen oder haben alle einen Daumen runter gegeben. Vorgespult. Ja. Wir sehen so halbe Stunde später, er spielt immer noch gegen das Sandan. Ja. Aber jetzt versucht Sandan Sandwirbel zu machen. Das ist eklig. Böses Sandan. Da kann Bolt ja gar nicht treffen. So, jetzt vielleicht? Nein. Ja, Giftstachel natürlich gegen ein Gift-Pokémon. Gift. Ist auch Optimum. Na, geht doch. Boah, Mann! Wild Kairo. Aha. Top-Genesung, natürlich! Genau! Natürlich! Klar, genau, absolut! Natürlich, weißt du, wir haben ihm noch gelobt wegen seinem Hut und seiner Frisur und dann sowas. Jetzt stell dir mal vor, du hättest den Kampf mit Kleinstein gemacht. Ja, dann wäre es noch ein längerer Kampf gewesen. Deswegen, also die halbe Stunde wäre locker, hätten wir locker hingekriegt. YouTube Analytics schießt sich tot. Ja, natürlich. Überleg mal, wir würden das ja live streamen. Die Leute denken sich auch so von wegen, ja gut, nee. Ich ziehe meinen Hut vor dir, Schappe. Ich glaube, selbst YouTube würde den Stream sperren, weil er zu langweilig ist. Ja, ein Nugget. So, guck mal. Ja, das ist der neue Tanz hier. Wir kommen nicht durch. Yeah, yeah. Er macht den Moonwalk im wahrsten Sinne des Wortes. Aber guck dir das doch mal an, wie viel Platz hier eigentlich ist. Und ja, er kommt da nicht durch. Ja, das ist ein bisschen verglitscht. Aber ja, leider gibt es auch keinen wirklichen Patch für das Spiel. Nee, aber ich find's toll, weißt du? So können wir nochmal die Laufanimation sehen und Carbato freut sich seines Lebens. So, ich glaube, wir gehen mal rum. Eigentlich wäre das ein guter Schnitt gewesen, aber okay. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ihr entscheidet. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao.